Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut. Das ist ein Voucher unterwegs in der Alpha 3.0 mit dem Alderle. Wir steigen gerade aus dem Bett auf. Port Olisar, unser Ziel ist heute Daymar. Ich habe den Clip verschieben müssen, habe da mitbekommen, das sollte ursprünglich Samstag kommen. Ich hatte allerdings am Samstag die geballte Ladung an Problemen, die ich die ganze Zeit nicht hatte. Das heißt, ich kam teilweise auf Server, bin hier schon rausgeflogen. Ihr seht auch, das ruckelt, aber das hatte wahrscheinlich einen anderen Beweggrund. Ich bin halt wirklich auf Daymar 5-6 Mal angeflogen und bin jedes Mal kurz vorher rausgeflogen aus dem Spiel. Und dann ist es halt so, du kannst dich dann irgendwann selber nicht mehr reden hören. Jedes Mal wieder den Rechner dann auch booten. Man will ja dann auch sauber einsteigen und so. Dann habe ich gedacht, komm, ich verschiebe es auf heute. Dann kam Update 3.0.1. Habe ich natürlich dann direkt geupdatet. Ich habe auch den User-Ordner gelöscht, wie es vorgeschlagen wurde, in den Patch-Notes und hoffe jetzt einfach, dass es läuft. Allerdings habe ich seit 3.0.1 das Gefühl, die Server ruckeln. Also ich habe jetzt nicht mehr so richtig einen sauberen Server erwischen können bisher. Liegt aber bestimmt daran, dass ganz viele auf den ersten offiziellen Bugfix-Patch gewartet haben. Ne? Könnt mir vorstellen, dass einfach viel, viel mehr los ist. So, wir machen jetzt einfach so, als wäre alles super. Ne? Diejenigen von euch, die es auch spielen, kennen es ja. Das ruckelt mal hier, da mal ein kleiner Bug. Ist halt so in der Alpha. Und für die Leute... A02. Für die Leute, die noch einsteigen möchten oder sich am Überlegen sind, ob sie sich mit antun, in der Alpha hier ein bisschen durchzuzocken, es ist halt einfach so, dass man ein Spiel, das noch in der Entwicklung ist, es passiert halt, dass da mal ein Bug ist, dann fliegst du hier mal raus. Dafür haben wir aber die Möglichkeit, das Spiel zu begleiten, während es sich entwickelt. Und deswegen zocke ich auch so gerne Early Access Titel. Ich glaube, hinter uns ist einer. Nee, ich habe gar nicht gedrückt, ist die Tür. Das passiert heute ständig, Leute, seit diesem Patch. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, die Cutlass ist ganz, dann hauen wir hier erstmal ab, wo keine Türen sind und kein Metall. Einfach mal in den All raus, ne? Das siehst du auch nicht so, wenn es so... Siehst du? Tut mir leid an der Stelle, aber ist halt so. Wie gesagt, ist eine Alpha. Jetzt pass mal auf. Wenn ich ihn ein bisschen schneller mache, vielleicht kann er dann über diese Serverruckler hinwegspringen. Unser Alderle. Das beruhigt sich wieder. Ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute gewartet haben auf die ersten Bugfixes und dass entsprechend viele jetzt natürlich rein sind und gesagt haben, wow, mal gleich mal gucken, ob es jetzt läuft, was bei mir so schief ging, ne? Ich gönn's jedem. Ich gönn's jedem, der warten musste oder ein bisschen aussetzen musste, dass er endlich rein kann und sich das hier geben kann. Das ist so wunderschön. Mich stört es persönlich eigentlich gar nicht, ne? Aber ich habe mir ja auf die Fahne geschrieben, Content erleben wir zusammen. Das heißt nämlich für mich, wenn ich keinen Clip machen darf oder keinen Clip mache, weil irgendwas nicht stimmt, dann kann ich auch nicht weiterspielen. Und ich will doch Daymar sehen. Deswegen kämpfen wir uns jetzt heute durch, schauen, dass wir auf Daymar gelandet kriegen, einen Fuß und dann ist für mich alles in Ordnung. Dann bin ich happy. Dann kann auch der Clip heute ein bisschen kürzer werden. Nächste Woche wird sich schon wieder einpendeln. So, Flight ready. Ja, hier habe ich mir jetzt mal angewöhnt zu warten gemütlich. Bis sie wirklich so 2-3 Sekunden, weil ich habe hier schon Probleme gehabt beim Abheben. So, ich gehe mal davon aus, jetzt. Launch complete, launch complete. Das ist, was ich hören wollte. So, meine Lieben. Ja, so ist es halt. Wie ist es denn bei euch jetzt? Ihr habt ja auch das Patch wahrscheinlich geladen, das Update. Ist es bei euch besser? Besser oder schlechter? Sind Bugs raus, auf die ihr gewartet habt, dass sie gefixt werden oder nicht? So, wir machen erstmal, das würde mich mal interessieren, wie erlebt ihr das? Ne? Also bei mir ist es tatsächlich jetzt so, wie es viele von euch erzählt haben, wie es vorher war, als es noch geruckelt hat, ganz extrem. Ne? So, pass mal auf. Wir sind wenigstens im richtigen Schiff. Vorhin bin ich schon mal ein Try mit der Aurora los. Das ist Daymar hier, ne? Set Destination. Ich weiß auch, dass ich jetzt hier... alles klar. Dass ich jetzt hier nicht aufpassen muss, über Crusader springen muss oder so. Ich kann es direkt anhüpfen. So. Da habe ich vorhin dann, schade, dass es nicht drin war. Oh. Jetzt warten wir mal kurz. Der ist weg, ne? Wir warten mal kurz. Nicht, dass wir jetzt praktisch durch die Röhre hier gleich sausen, durch den Quantum Drive und dem irgendwie in den Kofferraum reinknallen. Ich zähle mal rückwärts runter von 3 auf 0. Wahrscheinlich, unwahrscheinlich ist es, aber ich probiere trotzdem hier so sauber wie möglich heute zu fliegen. Ja, ich laber natürlich viel. Ich bin auch ganz froh, dass es jetzt nochmal losgeht. Ich habe ja vor der Verschiebung, ne, habe ich ja 5-6 Anläufe, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann dachte ich, nee, das bringt ja dann auch nichts, wenn ich es jetzt irgendwie reinpresse oder zusammenschneide am Ende noch oder sowas. Daymar, da ist er. Was mir persönlich ganz extrem aufgefallen ist an Daymar, beim Anflug, es ist ein sehr, sehr, sehr heller Mond. Teilweise so hell, dass ich so gar nicht wirklich was gesehen habe. Ne? So, pass mal auf. Der ist auf Cooldown, aber nicht mehr lange. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir ins Helle kommen. Da würde ich einfach jetzt hier nochmal den Sprungpunkt angehen. Den können wir eigentlich ausfliegen, den brauche ich nicht abbrechen, oder? Ja, den hüpfen wir jetzt mal an, lassen sie schön ausgleiten. Können wir ja hier mal rausgehen. Wobei, da hatte ich die Probleme mit dem Absturz, Leute. Als ich jedes Mal in die freie Ansicht hier raus bin. Oh,
Der war schlau, Voucher. Wie gesagt, beim Anflug, ne, habe ich gedacht, komm, mach mal ein bisschen Wallpaper. Und genau dann bin ich jedes Mal aus dem Spiel geknallt. Ich werde mir das jetzt ein bisschen verkneifen. Normal mache ich das recht gerne. So, jetzt pass mal auf. Wir suchen uns schon mal eine Location für die Tage, würde ich sagen. Pass mal auf, wir scrollen mal hin. Hier, genau, da. Oh, wir sind aber schon unheimlich dicht, hat man das Gefühl, gell? Dieses Katru, oh, ich weiß nicht, wollen wir dahin? Shelter, Mining. Die nehmen wir uns vor, Leute, die merken wir uns schon mal. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich im nächsten Clip, wenn wir dann tatsächlich im Posten besuchen, den Crackhead Buggy spawnen, ob ich dann lieber auf der hellen Seite lande oder ob ich mir einen Punkt jetzt schon raussuchen soll. Ich weiß es nicht. Ist jetzt hier irgendwas gerade in der Nähe? Lass mich mal kurz gucken. 600 Kilometer, das ist auf der anderen Seite. Der da. Mal ein bisschen hoch. Ich glaube, der ist auch auf der anderen Seite hier. 600 ist auch auf der anderen Seite. Gibt es hier irgendwas, was ich anfliegen kann, geschwind? Das da drüben vielleicht? 500? Ist alles auf der anderen Seite, ne, bis jetzt. Guck mal, siehst du? Das sind die Server. Seit diesem Patch habe ich das Problem erst. 700, 700. Ich glaube, hier ist nichts irgendwie gerade spontan. Außer der da unten. Ne, das ist ein OM-Sprungpunkt. Also, machen wir einfach eine Fahrt ins Blaue, beziehungsweise jetzt hier ins Weiße. Einfach los. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Ich muss aber mal gucken. Ich sehe nämlich hier meine Anzeige nämlich gerade nicht. Hier ist sie, ne? Ja, okay. Man hat momentan, also jetzt im Moment habe ich nicht das Gefühl, ob wir schnell oder langsam sind, weil die Maschine sehr ruhig läuft. Deswegen scrolle ich jetzt hier immer so ein bisschen hin, falls sich jemand fragt, was treibt er denn wieder? Dann sehe ich jetzt links oben meine Geschwindigkeitsanzeige und die ist unheimlich wichtig. Sonst hast du nämlich das Problem, dass du im Blindflug, ne? So, und jetzt probieren wir auch, bevor wir tatsächlich unten aufknallen. Unser Y, ist es heute bereit für uns? Es ist bereit. Jetzt probiere ich tatsächlich die freie Ansicht, diese hier. Und da bin ich jetzt mal rausgeflogen. Man hat echt das Gefühl, wir fliegen nicht, ne? So ruhig. Wow! Ja, guck mal. Crusader rechts hinten im Hintergrund. Auf dem Anflug nach Daymar. Wunderschön. So habe ich es mir vorgestellt. Das sind die Ruckler doch schon wieder wurscht, oder? Wahnsinn. Alter, ist das cool. Das ist eine Atmosphäre. Das ist eine Atmosphäre. Das wird sowas von genial irgendwann. Ist es jetzt schon, ne? Ist es ja jetzt schon. Da sind wir uns ja einig. Wir lieben es ja. Wir lieben es ja. Ich verstehe schon die Community, die sich um dieses Spiel gebildet hat. Den Hype. Ich lese auch mittlerweile zumindest die offiziellen, weißt du, diese Commercial-Zeitungsartikel, ne? Da kommen ja auch, oder Blog-Einträge, was weiß ich, von der PC-Games und was die so alles schreiben um dieses Spiel. Die schauen ja doch immer wieder mal rein, wenn sich was tut, geben dann ihren Senf dazu ab. Und ich merke immer, wie keiner so direkt was dazu sagt, habe ich immer das Gefühl von diesen Commercial-Seiten, ne? Weil, ja, klar, die wollen wahrscheinlich auch niemand vergraulen. Man muss es halt natürlich lieben. Aber wer Early Access liebt, guck mal, die Struktur. Hügelig, Krater sehe ich. Und auch hier wieder diese Zeichnungen, die hätten ein Flusslauf irgendwann sein können. Ne? Diese links unten. Sind wir mal gespannt, ob mein Höhenmesser irgendwann dazukommt. Sag mal, fliegen wir überhaupt an? Ich habe echt momentan das Gefühl, wir sind nicht unterwegs. Aber 1000, wir sind mit Vollspeed sogar fast unterwegs. Ein bisschen kann sie noch, so viel weiß ich. Machen wir Y wieder raus, Alter, dass das Schiff mal wieder unter deiner Kontrolle ist. So, ein bisschen flacher würde ich es anfliegen, sonst haut es uns nämlich drauf. So, wagen wir nochmal die Panorama-Ansicht, Leute. Wenn nicht, schneide ich. Jetzt wird er wieder mutig. Immer wenn ich das sage, passiert es nämlich. Wow, so ist es um einiges schöner. So ist es nicht so grell. Von innen drin ist es total grell. Ich habe auch das Gefühl, ich bin noch einen Zacken zu steil, gell? Wahnsinn. Oh Leute, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wir kommen, glaube ich, in die Atmosphäre rein. Wahnsinn. Dann sollte ich jetzt aber ins Schiff zurück. Wow. Momente mal. Wow, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, jetzt wird er aber schnell. Brems mal ab, Alterle. Ich habe das Gefühl, das tut uns nicht gut, was ich hier gerade mache. Ich hatte jetzt kurzzeitig das Gefühl, dass er viel zu schnell ist. Oh ja, guck mal. Guck mal.
wie wir auf einmal fast da sind. Ich bremse runter. Oh, bitte lass mich nicht draufknallen. Bitte, bitte. Hauptsache, wow, wow. Und dann bam, weißt du? So, komm, wir bremsen ab. Ganz mal kurz abbremsen. Oh, das hätte schief gehen können. Da ist er nämlich, der Höhenmesser. Wir sind fast unten. Sehe ich richtig, oder? Das war eine knappe Geschichte, Wautsch. Wautschi Patautschi. Ja, ja, guck mal, Leute. Es war schon wieder sauknapp. Aber Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal da hinten. Stoppi, die Moppi. Muss ich nochmal raus, kurz? Wow, was habt ihr gesagt? Mit dem Nummernblock kann ich da mit Plus und Minus? Nee, ne? Oder wie war das? Mit F4 gedrückt halten kann ich scrollen, ne? Das weiß ich noch. Okay, aber er kann nicht noch näher hinscrollen. Weiter raus, noch ein Stück geht's. Stückle geht's. Ja, es, wow! Ah, diese Ruckler. Ich zeig ja am liebsten halt Clips, wo es sauber läuft, aber wenn es halt nicht, wenn es nichts hergibt, kann ich es auch nicht ändern gerade, ne? Schön, guck dir das an, Leute. Wir gehen jetzt aber ganz gediegen, ganz gezielt nochmal ein paar Meter runter, würde ich sagen. Ich muss nur hier, bis das einrastet, siehst du, das rastet nämlich nicht immer ein, wenn es soll. So. Guck mal hier, das finde ich ein bisschen vom Licht her nicht ganz so toll gelöst, dass ich da tatsächlich hier erstmal blind werde halt. Wo soll man denn hinfliegen? Ich weiß halt momentan überhaupt nicht, wo ich hinfliegen will hier. Das ist alles auf der anderen Seite, ne? Ich würde sagen, Leute, wir turnen mal hier rum. Lass uns das mal schön angucken. Hier würde ich eigentlich gerne oben drauf landen. Hier. Da will ich, glaube ich, hier oben drauf landen und dann in die Schlucht da hinten reingucken. Wir machen mal nur 220 Sachen jetzt. Heute machen wir sowieso nichts großartig. Also großartig ist ja schon tatsächlich auf Daymar zu landen, ne? Aber Cracked Buggy spawnen oder solche Geschichten, das machen wir im nächsten Clip. So, Alter, du musst schon wieder langsamer machen hier. Guck dir mal an, wie sich das aufbaut. Ist das nicht wunderschön? Wahnsinn. Wir landen jetzt hier mal, steigen aus. Atmen in Anführungszeichen das erste Mal. Atmen ist eigentlich ein Scheißvergleich, tut mir leid. So, kommt noch ein Stückchen näher hin. Ich sehe gerade momentan leider nicht. Doch, 1400 Meter. Wir sind fast da, Leute. Ich glaube, wir können schon mal Landing Gear down. Dann bremst das sich automatisch auf die 50. Wow! Guck mal, Crusader. Oh, wow! Muss ich von außen sehen? Ah, Mist, ich habe Y nicht geschalten. Ah, das geht auch. Guck dir das an, Leute. Guck dir das doch mal an. Wahnsinn, da willst du am liebsten die ganze Zeit nur hier im Freiflug die Kamera hin und her schwenken und sich das. So, pass mal. Da sehe ich auch den Schatten von der Cutlass da unten, Leute. Hammer! Hammer! Stopp. So bremst man ab. Okay, ich habe Y wieder rausgenommen. Ich glaube, es geht leichter, wenn ich Y. Wahnsinn. So. Jetzt pass mal auf, ich guck mal ganz kurz. Ich stelle mich mal gerade. Gott sei Dank kannst das Schiff, weißt du. Ich könnte ja natürlich jetzt nochmal ausmachen und gucken, wie sich's verhält, wenn ich über der Atmosphäre ausmache. Wow, ich will hier runter. Hier will ich runter, Leute. Das machen wir jetzt. Ich guck mal. Hier sehe ich es einigermaßen. Wobei ich mich jetzt hier nicht nach den Zahlen orientieren soll, weil ich ja auf einem Berg runtergehe. Weißt du was? Kein Risiko, Voucherle, F4. So, genau. Und so gehen wir jetzt runter. Guck dir das an. So ist es geil, oder? So ist es der Hammer. Was ist denn das hier? Guck mal, das sieht aus, als ob hier irgendwie rechts so ein Schlierer ist. Von was ist denn das? Als ob da irgendwie eine. Es kommt bestimmt vom Schiff gerade irgendwie. Oder ist das ein Schatten? Wirft hier irgendwas Großes noch einen Schatten hin? Langsam, langsam. Server lädt kurz. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter darüber. Ach komm, ein Stückchen können wir noch tiefer. Wow, ist das geil hier. Wow. Guck dir das da mal an. Stopp, 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 stopp. Jetzt musst du gucken. Hier wären wir auf keinen Fall glücklich. Du musst jetzt hier rüber ein bisschen mehr. Jawohl. Bisschen mehr hier rüber, würde ich sagen. Und ein bisschen vor noch. Ja, passt schon. Stopp. Hier in der Kuhle. Da kann sie nämlich nicht abhauen. So, wieder ein Stückle vor. Genau da will ich landen. Ich habe den Platz. Hier werden wir es probieren, Leute. Oder da oben. Ich bin so entschlossen. Das ist der Wahnsinn, gell? Du musst sie hier nur ruhig halten. Wenn du hier mit der Maus abrutscht, ist vorbei. Hier, glaube ich. Hier können wir sie irgendwo absetzen, denke ich mal.
Wahnsinn, wie sich das da ergibt. Guckt ja mal das an, Leute. Wahnsinn. Ihr habt es ja schon gesehen, gell? Der Voucher kommt wieder hier hinterher wie die Altfasnacht. So langsam. Moment, Moment, Moment. Erstmal schön ausrichten einigermaßen. Y nochmal reingedrückt. Ah, hier ist es nix. Oder? Sollen wir es mal angehen? Komm, wir gehen mal volles Risiko. Machen wir eigentlich immer, gell? Sobald ich mich ans Steuer setze, ist eigentlich schon Risiko. Okay. Nee, hier brauchst du nicht absetzen. Es sei denn, du drehst ziemlich. Guck mal, ich sehe auch diese Nebelschlierer hier. Boah, ich will hier raus. Ich muss hier raus. Es hilft uns nichts. Wir müssen hier raus, Leute. Ich versuche mal. Da unten sieht es besser aus. Vielleicht kann ich da. Wow, ist das schön. Die Maschine, die gibt aber auch alles her. Langsam. Speed nicht so ab, Diggerle. Hier können wir es probieren. Hier, glaube ich, haben wir Glück. Ich habe halt immer das Gefühl, ich fahre hier ein paar Millionen Dollar in der Gegend rum, verstehst du? Deswegen bin ich auch immer so vorsichtig. Also das vermittelt das Spiel ganz gut. Hier landen wir, das wird hinhauen. So, ganz kurz mal Y rausmachen. Hier können wir landen. Wow, ist das eine geile Atmosphäre. Maschinen off. Wir sind gelandet, Leute. Ich bin auf Daymar. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf Daymar bin. Ist das nicht der Wahnsinn? So, jetzt pass auf. Hier ist die Reißzwecke. Habe ich mir natürlich gemerkt. Charlie hat gesagt, er macht mir eine Reißzwecke auf die Taste, auf die ich immer drauf drücke. T war es, glaube ich, ne? Wieso hängen wir hier so? Alles klar. Bist du bereit, Alterle? Der Alterle, der brunzt sich in die Hose vor lauter Spaß gerade. Ist das cool? Der dritte Mond und der hat schon die meiste Atmosphäre für mich. Das habe ich schon beim Anflug jetzt gemerkt, dass mir der am meisten Spaß macht. Das sehe ich schon. Direkt nach Jela natürlich. Jela ist ja irgendwie so mein Schatzebobbes. Wow, Leute! Langsam, Alterle. Langsam. Wow, guck dir mal das an. Die Struktur. Die Farben. Dieses. Oh, hier herrscht mal ein guter Wind, oder? Hier. Er pfeift auch. Wahnsinn, Wahnsinn. Kurzer Moment, Item 2.0, mein Freund, Türle zumachen. Hier werden wir auf jeden Fall mit dem Buggy eine Tour machen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, auf Selin hatte ich diesen Effekt nicht, trotz der Geysire. Die waren super anzuschauen. Aber das hier, diese Farben, dieses Feine, das ich jetzt hier so empfinde, ist der absolute Reißer. Wir gehen vorne ran, ist doch klar. Und schon, und klar, ich merke gerade, dass es ruckelt, ne, aber schon macht es mir nichts mehr. Guck mal. Alterle, bitte, bitte, heute musst du dich zeigen. Ich will, dass du heute da mit dabei bist, verstehst du? Boah, Mensch, diese Ruckler. Aber trotzdem, ich versuche es auszublenden, Leute. Ich versuche es auszublenden, sonst versaue ich mir jetzt hier nämlich selber die Atmosphäre. Geile Geschichte, Alterle. Der Stolz der Truppe. Ist das cool? Ist das cool? Also ich bin begeistert. Ich will da jetzt natürlich runterschauen. Das machen wir jetzt. Okay. Ja, der Hammer. Der Hammer. Dieser Mond ist für mich der absolute Hammer schon. Und ich bin hier in der Senke. Ich bin hier in der Senke. Lauf mal noch bis zu dem Stein davor, Alterle. Wahnsinn. Und ohne Ladebildschirm, weißt du? Weißt du, ohne Ladebildschirm vom Bett Port Olisar bis hier auf diesen Grund und Boden dieses Monds. Hier könnte ich mir überlegen, ob ich mir doch ein Stück Land kaufe. Ein kleines. Aber das sind alles so riesen Landflecken. Ey, das bringt nichts. Wir müssen tatsächlich. Wow. Wenn ich davor laufe, das ist eine ewige Weite. Ich komme nicht mehr zum. Guck mal, wir haben schon 100 Meter zurückgelegt und haben noch nichts gesehen. Was ist denn das hier? Da liegt etwas auf dem Boden. Oh, ja, ruckel nur. Das sind aber die Server. Das ist mit Sicherheit heute einfach mehr los. Ganz viele werden sich gefreut haben, dass Bugs wieder rausgemacht worden sind. Ganz klarer Fall. Ich wäre auch jemand, der da sofort reingeht. Ich weiß noch, als ich damals WoW angefangen habe, das war ja noch die. War auch eine Beta. Ist der Schatten noch da hinten? Nee, ne? War auch eine Beta. Das sind wir auch rein. Und mein Rechner hat es noch nicht mal gepackt. Da bin ich morgens um 4 aufgestanden extra, um in der Hauptstadt ins Auktionshaus zu können, weil mein Rechner untertags das nicht gepackt hat einfach. Diesmal ist es nicht der Rechner, dieses Mal ist es jetzt einfach der große Andrang gerade heute, ne? Wir sehen die nächste Woche, dann laufen die Clips wieder.
Laufen tun sie ja. Wir sind ja da. Jetzt passen wir auf. Wir müssen noch mal irgendwie da weg. Ich brauche noch eine andere Stelle. Wir müssen noch mal ganz kurz abheben. Komm, stell dich mal zu deiner Maschine, Alterle. Lass uns mal einen Screenshot machen oder so. Wenn du hier so stehst, das muss doch unheimlich gut aussehen normalerweise. Ja, ja, mein Freund. Du gehörst doch dazu. Nee, das sieht nicht so toll aus, wie ich dachte. Du musst weiter vom Schiff weg. Mach den Ententanz für mich, Alterle. Ja, das ist ein Bild. Und guck mal den Himmel. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das gefällt mir. Ist das schön. Es ist echt herrlich. Leute, es ist herrlich. Das können wir nicht anders sagen. Aber ich möchte tatsächlich... Was wir auch noch machen können. Siehst du, ich war schon gar nicht mehr... Das machen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob das nämlich jetzt sich lohnt, nochmal wegzufliegen, geschwind. Ach, es lohnt sich immer. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt einfach einen Wegflug. So. Schwuppdiwupp. Ein schöner Mond. Der ist richtig toll geworden. Gar keine Frage. Begeistert mich schon tierisch. So, stopp. Bisschen näher hin. So. Kurz die Maschinen nochmal angeschmissen. Wir suchen uns noch einen zweiten Platz. Ich will nochmal runtergehen. Ich muss nur mal ganz kurz orientieren, wo wir am besten nochmal kurz schauen. Ich will noch mehr sehen. Also nicht das Meer sehen, sondern mehr vom Mond sehen. Es sei denn, es gibt irgendwo mal mehr. Was ist jetzt? Guck mal. Liegt es am Y? Tatsächlich, Y war noch drin. Ich wollte gerade sagen, das schwingt ja von allein der Kopf. Mein Alderle wird langsam lebendig hier. Ja, manche einer wird schon denken, ich glaube, der ist bei dem schon lebendig, schon länger. Er sagt es bloß nicht. Natürlich gibt es den Alderle, den gibt es schon immer. Dank dem Internet muss ich ihn jetzt auch nicht mehr verstecken, weißt du. Mein schizophrener kleiner Alderles Freund. So, ein Stückel hoch noch. Jetzt ist das Y wieder drin, ich habe es doch gerade rausgemacht, guck mal. Digga, tu mir einen Gefallen. Oh, jetzt stimmt irgendwas nicht, Leute. Da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Guck dir mal das an, da ist irgendwas total krumm. Jetzt habe ich irgendwas verstellt, glaube ich. Boah, guck mal. Können wir davon ausgehen, dass gerade Crusader untergeht da hinten? Oh, Alter, das macht sich gerade ein bisschen selbstständig hier. Das gefällt mir aber gar nicht so. Jetzt gucken wir mal, ob ich es nochmal hinkriege. Ich habe gerade ein Steuerungsproblem, ne? Also trotz Y und nicht Y. Ja, dann fliegen wir vielleicht doch nicht ganz so weit raus. Machen wir hier einfach aus. Wir gucken, dass wir hier nochmal heil runterkommen. Komisch. Ja, ein Stückle musste noch, sonst hängen wir nämlich da am Felsen. So. Also durch dieses Rein- und Rausscrollen aus der freien Ansicht wieder in die Ego-Perspektive ist jetzt bei mir irgendwas verstellt. Wenn ich Y reinmache, reagiert es, wie es war, ne? Also so wie jetzt, dass ich hier die Rundumsicht habe. Und wenn ich es rausmache, dann verzieht sich meinem Alderle sein Blick. Jetzt habe ich es wieder. Ah, okay. Your hydrogen fuel is low. Oh. Kostet einen Haufen Sprit wahrscheinlich hier standbildschirmmäßig, oder? Ich will einfach nur nochmal runter. Wir locken ja dann eh aus, dann ist wieder aufgetankt. Ey, da musst du aber auch, das kommt ja auch noch auf uns zu dann, ne? Das mit dem Auftanken rechtzeitig und so. So, ich muss mich ein bisschen ausrichten. Ich habe gerade überhaupt kein Gefühl. So. Einfach langsam runtergehen. Ja, wie ist denn das, wenn dir dann der Sprit ausgeht, hängst du hier fest, dann kannst du jemanden rufen, der dich abholt, ne? Am besten gleich einen, der dich auftankt. Okay, wir... Nein! Da war's wieder. Ich habe die Maschinen noch gar nicht ausgemacht. Setz sie nochmal rein, Alter, mach das richtig. Wahnsinn. Wahnsinn. So, kurzer Moment bitte, kurzer Moment. Wir gehen auf Item 2.0 und machen die Engine auf. Hat er es jetzt off oder on? Sie sagt nichts mehr. Dann bleibt nur eins übrig. Power off. Alles off. Jetzt wollte sie gerade was sagen. Ja, kleine Backgeschichten sind halt da. Was soll's, können wir nicht ändern. So Leute, dann ist der Clip wenigstens noch von der Länge her wie gewohnt. Ich dachte nämlich, dass wir tatsächlich heute durch die Probleme, die ich hatte, weniger Zeit reinkriegen. Aber das passt. So, machen wir mal kurz hier Licht. Da ja jetzt alles off ist. Ging aber gerade nicht anders. So, kannst du wieder ausmachen. Sehr schön. Jetzt wollen wir hier nochmal gucken, weil ich wollte nämlich die Ansicht sehen, wenn ich von hier unten nach oben schaue. Wenn ich praktisch hier diese... Ah, herrlich. Herrlich. Herrlich, Leute.
Jetzt frage ich mich gerade, ist es Nebel oder treibt es hier den Sand durch den Wind? Wahnsinn, was ist denn das hier? Ah, das passt alles. Ne, ist alles gut. Ich habe gedacht, ich habe schon wieder was gesehen. Wahnsinn. Die Atmosphäre ist ein Knüller. Die Atmosphäre ist ein Knüller. Was ich aber eigentlich machen wollte, ich wollte in den Turm. Ich wollte einfach mal jetzt in den Turm rein und gucken. Oh. Ruckel die Muggel. Ich mache hier trotzdem aus. Die Welt ist klein. Ruckzuck hast du Freunde, die gar keine Sinn. So Leute, pass auf. Das machen wir jetzt noch abschließend. Machen wir eine kleine Turmrunde. Alterle Licht. Jo. Von hier aus müsste ich eigentlich hinkommen. Sehr schön. Dann kannst du Licht wieder ausmachen. Atmosphärentechnisch. Also der Mond gefällt mir. Oder kann das auch sein? Wie ist denn das? Ich war ja vorher noch nicht da. Ist Daymar an sich ein bisschen anfälliger für Ruckler? Normal nicht, oder? Ja, guck dir das an. Erinnert mich so ein bisschen an Dune. Dune, der Wüstenplanet. Guck mal. Ich kann den Turm gar nicht bewegen. Achso, das war doch schon mal. Ich muss ihn erst anmachen, gell? Power. Jetzt. Entschuldigung. Ja, das ist halt, wenn man. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, das sieht man jetzt nicht so toll. Das sieht man jetzt nicht so toll. Ich habe gedacht, wenn man. Warte mal, ich scroll mal näher hin. Schade, man kann nicht näher hin, sonst hätte man gesehen, wie der Alterle sich jetzt hier drin dreht. Okay. Das ist jetzt auch neu. Liegt aber wahrscheinlich am Turm, dass das jetzt gerade von allein vorgesprungen ist. Wahnsinn. So, mein Freund Alterle, dann machen wir jetzt Feierabend, würde ich sagen. Muss man das wieder ausmachen? Ich denke mal, ne? Off und ab. Turm fährt zurück, wir fahren runter. Wir verabschieden uns natürlich von draußen. Das heißt, wir laufen jetzt nochmal raus. Dann sage ich Tschüss zu euch, Leute. Ich werde mal die Clips wieder in die Playlist reinschmeißen. So wie es bisher auch gemacht hat, im Uploadplan dann einzusehen, wann der nächste kommt. Und auch natürlich einzusehen, wenn sich was verschiebt. Und ich habe so das Gefühl, das kann jetzt die Woche nochmal passieren. Je nachdem, wie sich jetzt das mit den Servern hier verhält. Weil dieses hin und her, ich möchte es nicht unbedingt hochladen. Dann warte ich lieber, bis es sich wieder beruhigt hat. Und dann machen wir lieber später dann die Clips. Ist auch für diejenigen, die das dann tatsächlich anschauen und nicht selber spielen, schöner. Weil die kennen das dann nicht und denken sich dann wahrscheinlich, was ist denn da los? Ich sag's ja jedes Mal dazu, dass es eine Alpha ist. Mich stört selber nicht. Aber die Qualität der Clips sollte einigermaßen sein, finde ich. So, meine Lieben. Jetzt sind wir ja sowieso gerade hier. Ich will mal noch das Schiff von vorne anschauen. Wenn es hier. Was ist denn das da vorne? Guck mal in dem Stein drin. Da ist doch was Rotes. Da ist doch was Rotes. Haben wir etwa die erste Pflanze gefunden, Alterle? Ja, wir haben die erste Pflanze gefunden, Leute. Guck. Außerirdisches Leben. Obwohl die wahrscheinlich tot ist. Wahnsinn. Alter, ist es gut. Krautsch mal. Mach mal das Licht aus. Ja, Alterle, ist es geil, oder? Das sagt uns schon alles, glaube ich. Der Alterle hat der Pflänzle. Ja, wie er nah kniet, ist der Wahnsinn, oder, Leute? Entschuldigung, da kommt der Fanboy wieder raus. Hier die ganzen Tasten, wenn ich das mal irgendwann richtig drauf habe. Oh, wart mal ab, wenn ich mich mal auskenne. So, pass mal auf, Alterle. Nummer die F4. Ja, so möchte ich dich sehen, mein Freund. So möchte ich dich sehen. Guck dir das an, wir haben Blümchen gefunden. Gleich mal, weißt du, wie so ein Touri, Weltraum-Touri. Knips, erstes Leben gefunden. Oder vielleicht irgendwann mal gelebt. Ich glaube nicht, dass die noch frisch sind. Obwohl, könnte schon sein. Guck mal, Farben haben sie ja. Cool, da freue ich mich aber. Haben wir die erste Blume gefunden. Schön. So Leute, ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Einstieg in die neue Woche. Kommt gut durch den Montag. Wir sehen uns, wenn alles klappt, am Dienstag wieder. Dann hier entsprechend mit einer kleinen Buggyfahrt und mit dem ersten Außenposten. Schön. Alter, das war jetzt richtig cool, dass wir noch eine Blümle gefunden haben. Was ist das hier? Ah, eine Struktur, die gerade geladen ist. Ich dachte im Moment, da bewegt sich was. Haben wir Pflänzle gefunden. Jetzt muss ich ausmachen, ne? Tschüss, Leute, macht's gut, bis dann.